Ich möchte zurückweisen, dass ich die Polizisten, die ihren Job machen, zu Ungehorsam aufgefordert habe. Ich habe lediglich ausgeführt, dass Polizisten sich nicht auf einen sogenannten Befehlsnotstand zurückziehen können, sondern grundsätzlich persönlich verantwortlich gemacht werden für ihre Handlungen. Ich möchte Sie also bewahren vor zukünftigen Verurteilungen unter Umständen und festgelegt, beziehungsweise was Polizisten dann machen sollten, wenn sie zumindest vermuten, dass es eine rechtswidrige dienstliche Anordnung ist, das habe ich ausgeführt. Und da gibt es das Bundesbeamtengesetz, § 63 und gleichlautend das Beamtenstatusgesetz, § 33, da gibt es die sogenannte Remonstrationspflicht. Das heißt, der Beamte, wenn er vermutet, dass die Anordnung, die dienstliche Anordnung zumindest rechtswidrig oder teilweise rechtswidrig ist, dann hat er das seinem Vorgesetzten zu melden oder anzumelden. Und wenn er dann sagt, die dienstliche Anordnung gilt trotzdem, hat das dem nächsten Vorgesetzten zu melden oder anzumelden, diese Bedenken. Und dann kann er sozusagen nicht mehr verurteilt werden. Dann ist er seiner Remonstrationspflicht nachgekommen. Und natürlich geht es mir nicht darum, Polizisten zu Ungehorsam aufzufordern oder Polizisten schlecht zu machen. Ich bin über 30 Jahre Polizist gewesen. Es geht mir darum, erstens Polizisten dazu aufzufordern, unnötige Härte gegen Menschen, die für ihre Freiheit auf die Straße gehen, friedlich auf die Straße gehen, zu unterlassen. Und die Spaltung, die im Moment gerade passiert, weil Polizisten eben teilweise rechtswidrige Anordnungen durchführen müssen, zwischen Volk und Polizei zu verhindern. Ich möchte erstens Polizisten dazu auffordern, unnötige Härte und gleichzeitig aber auch Verständnis bei den friedlichen Demonstranten für die Polizei wecken. Darum ging es mir nicht, um Polizisten zu Ungehorsam aufzufordern. Vielen Dank. Sie haben die 2 Minuten überschritten. Frau Bayram, wollen Sie antworten?